So, fürs Protokoll, Ihr Name ist? Hillary Clinton, geborene Rotham. Geborene Kriegstreiberin, würde vielleicht besser passen, nicht wahr? Ich sage nur Libyen, Irak, Syrien. Ein Spruch, wenn die Gegenseite darauf anspielt, dass meine Mandantin nicht davor zurückgescheut ist, den Frieden notfalls mit Waffengewalt durchzusetzen, dann liegt sie vollkommen richtig. Denn meine Mandantin ist eine Realpolitikerin. Ach ja? Dann wird die Frage erlaubt sein, in welcher Realität lebt sie? Was sollen Sie denn damit sagen? Frau Clinton, Sie haben mehrfach militärische Interventionen befürwortet. Darf ich Sie fragen, haben Sie selbst eigentlich Erfahrungen mit Kampfeinsätzen? Oh ja, ich war selbst an der Front in Bosnien. Ich erinnere mich genau, 1996. Ich war First Lady, bin aus dem Flugzeug gestiegen und musste unter Scharfschützenbeschuss um mein Leben laufen. Oh, wir wären alle so gerne Zeuge gewesen Ihrer Tapferkeit, Ma'am. Hm. Kein Problem, ich habe die Fernsehberichte von dem Bosnien-Besuch mitgebracht. After CBS News video showed what really happened when she landed and greeted officials, Senator Clinton maintained there were risks, but explained to the Philadelphia... Das waren die süßesten Scharfschützen, die ich je gesehen habe. Einspruch, Moment, die Geschichte, die meine Mandantin hier erzählt hat, mag vielleicht nicht stimmen, aber was stimmt, ist doch, dass sie diese Geschichte erzählt hat. Beweisstück F. I remember landing under sniper fire. We basically were told to run to our cars. Now that is what happened. Das sag ich ja. Die ganze Zeit sag ich das schon. Die Bitch ist eine gottverdammte Lügnerin. Okay. Moment, Moment. Und das kommt von einem notorischen Lügner. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, meine Mandantin sagt die Wahrheit. Quod erat demonstrandum. Na, super, ganz toll. Auf Französisch hört sie das freilich klasse an. Ihre Mandantin hat 1999 ohne jeden Grund den Jugoslawienkrieg befohlen. Meine Mandantin war damals lediglich First Lady. Ich habe noch nie was mit einer First Lady gehabt. Deswegen muss ich ja Präsident von Amerika werden. Also was hatten Sie denn jetzt... Was hatten Sie denn jetzt mit dem Angriff zu tun? Ich war auf Dienstreise in Afrika und dann habe ich meinen Mann angerufen und habe gesagt, Monika, gib mir mal Bill. Bill, du musst jetzt Jugoslawien bombardieren. Ja, aber das hat sie natürlich nur gesagt, weil es zuvor im Kosovo massenhaft ethnische Säuberungen gegeben hat. Aber es gab später große Zweifel daran, dass es diese ethnischen Säuberungen überhaupt gegeben hat. Das ist doch unwichtig. Viel wichtiger ist doch, dass es sie vorher zweifelsfrei gegeben haben soll. Sonst hätten wir genau, ja gar nicht angegriffen. Genau wie damals im Irak. Ja. Da gab es ja auch vor dem Angriff zweifelsfrei Massenvernichtungswaffen. Sonst hätte ich dem Krieg als Senatorin niemals zugestimmt. Ja, aber große Politiker sind ja bereit, ihre Fehler einzugestehen. Es war falsch, 2003 Irak anzugreifen. Was haben Sie denn aus diesem Fehler gelernt? Es war richtig, 2011 Libyen anzugreifen. Dazu möchte ich sagen, dass Barack Obama bereits öffentlich verkündet hat, dass der Libyen-Krieg sein größter Fehler war. Einspruch! Ja, an die Frau Clinton war damals Außenministerin im Kabinett und sie hat diesen Krieg entgegen dem Willen Barack Obamas forciert. Eine Mitarbeiterin in ihrem Ministerium hat in einer Mail geschrieben, Obama in dieser Frage umgedreht zu haben, sei ein großer Sieg. Ach ja, was ich mich viel mehr frage, ist, warum reden wir nicht mehr über seine Angriffe? Jetzt horch einmal, ich persönlich habe noch nie Libyen angegriffen. Samantha, Jessica, Mindy. Mit der Luftwaffe? Mit der Zunge. Hatten Sie denn überhaupt ein UN-Mandat? Na, überhaupt nicht, aber große, große Lust. Okay, also... Natürlich hat es ein UN-Mandat gegeben, um Gaddafis Truppen daran zu hindern, dass sie weiterhin Zivilisten massakrieren. Aber es gab kein UN-Mandat, um Gaddafi zu stürzen. Das ist doch... Es war eine Art Kollateralnutzen. Ja, ich bitte Sie, es gab hinterher große Zweifel, ob es überhaupt massenhafte Menschenrechtsverletzungen durch Gaddafis Truppen gegeben hat. Das ist doch unwichtig. Viel wichtiger ist es, dass es vorher welche gegeben haben soll. Außerdem haben wir das Töten gestoppt. Ja, machen Sie Witze. 90% der libyschen Kriegstoten gab es während und nach dem NATO-Einsatz. Sie haben in Libyen das Chaos geschaffen. Das ist doch unwichtig. Viel wichtiger ist doch... Was macht Donald Trump? Ich habe einen Plan. Ja, Frau Clinton, haben Sie denn einen
ähnlichen Plan für Syrien? Ja, meine Mandantin tritt öffentlich für die Errichtung einer No-Fly-Zone ein. Um ja. die Zivilisten zu schützen? Ja, das hört sich doch ganz vernünftig an. Ja. Das tut es gar nicht. Um eine No-Fly-Zone durchzusetzen, müssten sie die syrische Luftabwehr mit Raketen beschießen. Diese befinden sich häufig in dicht besiedelten Gebieten. Das würde eine Menge Syrer töten. Wer sagt denn sowas? Wer sagt denn sowas? Wer könnte sowas bloß sagen, nicht wahr? Wer? Ich kann Ihnen sagen, wer so etwas sagen könnte. Hillary Rodham Clinton in einer Rede vor Goldman Sachs. Beweisstück G. Ich muss mich ganz kurz mit meiner Mandantin beraten. Einspruch! Jetzt bin ich aber gespannt. Meine Mandantin hat für diese Rede $225,000 bekommen. Sie war also offensichtlich gekauft. So, und außerdem war die Rede geheim. Das heißt, Sie sagen also die Wahrheit nur im Geheimen und gegen die Zahlung von $225,000? Ja. Also, wenn wir jetzt $225,000jetzt, wa? Naja, aber halt mal, das ist doch überhaupt nicht das Problem. Die haben wir doch. Einspruch, euren. Nein, das möchte ich jetzt sehen. Ja, ich auch. Oh ja, oh ja. Moment, Moment. Wir sind hier in einem öffentlichen Gerichtssaal und das ist ja nicht geheim. Ja, Moment, das lässt sich ganz schnell ändern. So, Frau Clinton, jetzt flüstern Sie mir mal Ihre Geheimnisse. Was? Der wird der nächste Bundespräsident? Ah! Au! Du blöde Suppen, du blöde! Dafür habe ich doch $225,000 gezahlt! Euer Ehren, Hohes Gericht, damit steht einwandfrei fest. Frau Hillary Rodham Clinton hat noch bevor sie Präsidentin wurde, 4 Länder angegriffen. Hohes Gericht, damit steht fest, Donald Trump hat noch bevor er Präsident wurde, 12 Frauen angegriffen. Und liebe Jury, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Kandidaten, der andere Länder angreift, und einem Kandidaten, der Frauen angreift, dann wüsste ich doch, für wen ich mich entscheide. So, meine Damen und Herren, nun ist es an Ihnen, ein Urteil zu fällen. Lassen Sie sich bitte nicht leiten durch Sympathie oder Antipathie der einen oder anderen Kriegspartei gegenüber. Urteilen Sie bitte nur danach, was Sie selbst für richtig erachten, und schreiben Sie uns oder twittern Sie uns unter dem Hashtag Selbstjustiz.